Schönen guten Tag und willkommen zurück zu Fallout 4. Oh, mein Charakter sieht doch ein bisschen zu mager aus. Und Krieg bleibt immer gleich. Hier sind wir letztes Mal stehen geblieben. Willkommen zur Folge 2. Da. Aussehen verändern. Name, Special Attribute ändern. Ich verlasse mal die Vault. Bei Ihrer Rückkehr zur Oberfläche und danke, dass Sie sich für Vault-Tec entschieden haben. Immer wieder gern. Ladebildschirm, yay! Anfang der Folge. So geht's doch gut los. Die Menschen, die sich einen Platz in der Vault 111 gesichert hatten, hatten keinen Schimmer, dass sie in Kälteschlaf versetzt werden. Oh. Na. No. Interessant. Meine Augen. Irgendwas ist anders als beim letzten Mal. Ich musste den Spielstand ein bisschen wiederherstellen, weil beim letzten Mal habe ich F9 gedrückt, um die Folge zu beenden. Skelett, das kann ich diesmal nicht aktivieren. Habe ich F9 gedrückt, um die Folge zu beenden. Und das ist auch die Schnellladetaste und ich habe den Vault-Anzug, glaube ich, liegen lassen. Das heißt wieder runter. Ich geh mal weg. Right away. Krähen. Oh mein Gott. Habe ich ihn runtergeschossen? Ich weiß es nicht. Ups, sorry. Apokalypse. Das erste Video von vorne habe ich schon direkt gerendert. Und lade es jetzt sogar schon hoch. Die Menschen, die vor der Tür standen, die liegen hier immer noch. Es tut mir leid, ich wollte nicht drüber laufen. People from the future. Ja. Jetzt auch gesagt. Alles tot. Auch Blumen. Alles tot. Außer die Blumen. Fallout. Sanctuary, als ob wir diesen Ort noch nie entdeckt hätten. Wir lebten hier. Oh, die Melodie im Hintergrund. Oh Mann. Was haben wir denn da? Wer bist du denn? Ja, ist denn das die Möglichkeit? Nein. Oh. Du bist es wirklich. Was ist passiert? Alle sind tot. Du bist noch hier? Das kann nicht sein. Cotsworth. Was ist mit der Welt passiert? Mit der Welt, Sir? Außer dass unsere Geranien immer noch der Stolz von Sanctuary Hills sind, ist es hier leider unglaublich eintönig. Es wird viel aufregender sein, wenn Sie und Ihre Frau wieder da sind. Wo ist Ihre bessere Hälfte überhaupt? Naja, Mörder meiner Frau. Sie haben sie getötet. An einem besseren Ort.
Sie kann nicht tot sein. Doch kann sie, hast du gesehen? Sie haben sie getötet. Sir, was Sie da sagen, diese schrecklichen Dinge, ich glaube, Sie brauchen Ablenkung. Ja. Und da klingelt meine Tür. Eine Ablenkung von dieser grässlichen Stimmung. Wir haben so lang schon nichts mehr mit der Familie gemacht, Dame. Oder vielleicht eine Scharade? Sean liebt das. Sean ist ein Baby. Junge bei Ihnen? Ich mache einen kurzen Cut, meine Tür hat geklingelt. Bis gleich. Und wieder zurück. Was war nochmal die Frage? Es lohnt sich immer, Antworten gut zu überdenken. Genau, ich denke nur drüber nach. Ich bin schon so 10 Minuten AFK. Hast du Sean gesehen? Sie haben ihn mir weggenommen. Er wurde entführt. Vielleicht ist der Typ mit Sean ja durchgekommen. Vielleicht hat er ihn gesehen. Cotsworth, hör mir genau zu. Hast du ihn gesehen? Hast du Sean gesehen? Ihre Frau hatte ihn, wissen Sie noch? Vielleicht ist sie zu den Parkers gegangen, um einen Termin zum Spielen zu vereinbaren. Sie ist bestimmt schon bald wieder mit ihm zurück. Aha, also nicht. Sean wurde entführt. Aber ich finde ihn. Ich werde meinen Sohn zurückholen. Es ist schlimmer als gedacht. Sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paranoia. Nach 200 Jahren ohne richtiges Essen kommt sowas vor. Ja. 200 Jahre? Was? Hast du... Eigentlich etwas mehr als 210, Sir. Wenn man die Erdumdrehung und ein paar kleine Schäden im Chronometer einrechnet. Das heißt, Sie kommen 2 Jahrhunderte zu spät zum Essen. Vielleicht kann ich einen Snack zubereiten. Sie sind bestimmt total ausgehungert. Immer diese Roboter, die so... Ja, kein Essen. Essen beschaffen. Ich weiß nicht. Alles klar? Alles klar. Cotsworth, du verhältst dich ein bisschen seltsam. Was ist los? Sir, das war schrecklich. 2 Jahrhunderte ohne Gespräche und ohne jemandem, dem man dient. Die ersten 10 Jahre habe ich die Böden gebodert. Aber atomaren Fallout kriegt man aus PVC einfach nicht raus. Dann diese Sinnlosigkeit, ein eingestürztes Haus abzustauben. Und das Auto, wie soll man Rost polieren? Oh, der Arme. Konzentrieren. Was weißt du? Bleib bei mir, hör auf. Was weißt du? Was weißt du, Cotsworth? Ich weiß leider gar nichts, Sir. Die Bomben fielen und sie sind alle so schnell gegangen. Ich dachte wirklich, Sie und Ihre Familie wären tot. Ich fand dieses Holoband. Ich glaube, Ihre Frau wollte es Ihnen schenken. Als Überraschung, aber dann, tja, ist alles geschehen. Ein Holoband? Danke, ist nicht viel. Ein Holoband? Ein Holoband? Was ist da drauf? Ich glaube, es ist eine persönliche Nachricht für Sie. Meine Etiketteprotokolle erlauben mir nicht, es selbst abzuspielen. Seine Etiketteprotokolle? Jedes Standard-Holoband-Lesegerät sollte es abspielen können. Zum Beispiel dieser Pip-Boy an Ihrem Arm. Das würde problemlos funktionieren. Also, genug mit meinem Selbstmitleid. Sollen wir gemeinsam das Viertel absuchen? Vielleicht finden wir Ihre Frau und den kleinen Sean noch. Gibt es hier irgendwas Gefährliches? Hast du was Gefährliches gesehen? Oh, nichts Ungewöhnliches, Sir. Lästige Hunde und Mücken. Soll ich das untersuchen? Ja. Okay. Geh voran. Ich bin stolz, dienen zu dürfen, Sir. An dieser Stelle möchte ich bemerken, dass dieser Cotsworth
eine echt gute Mundsynchro gekriegt hat. Ich meine, ich bin beeindruckt, wie einfach die Worte perfekt zu seinem Mund passen. Einfach eins zu eins, als ob das in Deutsch eingesprochen wäre. Wow. Wow. Also, wow. Rote Gefahr. Das ist das Videospiel. Ordner. Es ist ein Ordner. Hey, Schatz. Oh. Ich war gerade so still, ich habe die Nachricht der. Wir lieben dich. Ich liebe euch. Ja. Schieß ihn die Beine ab. Das war ein bisschen mehr als die Beine. Auf dem Boden. Cotsworth. Cotsworth. Sir, Ihre Frau und der kleine Sean, sie sind nicht hier. Was jetzt? Sean ist da draußen, Cotsworth. Ich muss ihn finden. Was ist mit Concord, Sir? Da gibt es viele Leute. Beim letzten Mal haben sie nur mit Stöcken auf mich eingeschlagen, bevor ich nach Hause laufen musste. Concord? In Concord leben immer noch Menschen? Ja, obwohl sie ein wenig ungehobelt sind. Kennen Sie noch den Weg? Über die südliche Fußgängerbrücke aus dem Viertel raus und an der Red Rocket Station vorbei. Ich bleibe hier und sichere die Heimatfront. Alles klar. Schirmlampe. Oh, schönes Bett. Rotes Kleid. Wie viel kann ich tragen? Die Rot 46 von genug. Rotes Kleid, wow. Ehering. Wieso hat er den Ehering der Frau mitgenommen und wieso ist er so viel wert? Boah, da muss man ja glatt widerstehen. Würde ich doch dran lassen, ich meine. Naja. Ist das das Dreirad von Sean? Ich war gar nicht in Seans Zimmer. Globus, zack. Kaffeedose. Ich war noch gar nicht im Haus. Fällt mir so auf. Zack, zack. Muss man alles so mitnehmen, eigentlich total, ey. Korkenakt
er da war. Verdammt nochmal, ja. Treffer bei Nahkampfangriffen, kritische Treffer um 5% erhöht. Alles klar. Cool. Sagte schon vor 200 Jahren. Kriegt ihr noch die Zeitung? Der damals ja schon gesagt hat, immer nur dasselbe. Das Handy treibe ich doch, diesmal können wir ihn mitnehmen. Wiegt bestimmt total viel. Natürlich haben wir Redaway im Haus, ich meine, warum nicht? Die Golduhr ist weg, die stehen gebliebene. Ich komme, Kumpel. Bauplatzchen, Spielzeugauto, Babyrasse. Noch ein Spielzeugauto. Das war's dann wohl mit dem Fahren beibringen. Erstmal das Kinderzimmer looten. Alles so. Okay. Nice. Das wird's, glaube ich. Oh mein Gott. Kickball, kann ich den nehmen? Escape verlassen. Ha! Das Teil wird sowieso verarbeitet. Hier, das wollte ich nicht. Transfer. Den gesamten Schrott lagern. Ich hab's auch schon. Globus, bla, Stahl, Öl. Alles, was ich hier gesammelt habe, landet da drin. Kork, Plastik, Aluminium. Und daraus können wir, aus dem ganzen gesamten Müll, den wir sammeln, können wir dann Sachen bauen. Halte vorgedrückt. Alles klar. Holz? Holz. Oh, das kann. Ui. Das kann anstrengend werden. Die Größe oben rechts gefällt mir jetzt schon nicht. Ich glaube nicht, dass das reichen wird. Oh, das wird anstrengend, das alles hier aufzuräumen. Ich meine, ich werde es tun. Naja. Stahl, Holz, Beton, Gummi. Zack. Bist du? Ach da. Ist ja schon auf Q gedrückt. Hier ein Auge zukneift auch, ne? Was passiert hier? Sturm auf? What the fuck? Das sieht mies aus. Okay. Radkakalake kommt genau rechtzeitig zum Essen. Boah, ist mir zu blöd, den zu treffen.
Mein Gott. Ein radioaktiver Sturm? Normaler Sturm? Radioaktiver Sturm. Ich bin auch so ein Lacker, dass ich direkt am Anfang des Games so einen heftigen Sturm abkriege. Da wollen wir ja gar nicht erst losgehen. Ich glaube, ich... Oder... Holy moly. Verwerten wir mal unser altes Pad. Oh, das Baumenü ist richtig merkwürdig. Ich glaube, ich leg mich schlafen, bis der Sturm vorbei ist. Wir haben jetzt 5 Uhr abends, oder? Will ich in der Nacht los? Jetzt regnet es nur noch normal. Ich leg mich mal knacken, bis es wieder morgens ist. Ja, das tue ich. Vier, fünf. Bin ausgeruht, es hat aufgehört zu regnen. Alter, ich erwische direkt so einen Sturm. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Na? In Concord muss es jemanden geben, der ihnen helfen kann. Vielleicht, ich mach mich mal auf den Weg. Fängt hier einfach so ein atomarer Sturm an. Ah, wie der sich auch langsam so angeschlichen hat, der Sturm. Mal auf dem Rausgehweg ein paar Sachen mit. Ich hoffe, die Sachen werden direkt eingelagert und nicht in meinen Inventar geschoben haben. Müsste eigentlich. Die Musik ist mir ein bisschen zu laut, ein bisschen zu nervig. Boah, meine Stimme. Ich kann einmal schnell speichern und weiter. Schrotpatrone. Waffen. Kann die auch auf den Hotkey legen, oder? Q für Favoriten. Was habe ich denn da alles? Der ist gerade auf 4. Schlagring. Schlagstock ist auf irgendetwas. Wahrscheinlich auf der 3. Schlüssel. Na, lass mal liegen. Und es regnet schon wieder? Ach Mann, komm schon. Oh, Tasche. An Red Rocket vorbei, sagte er.
begrüße den Hund. Hund? Oh, kommt ein Hund. Dogmeat, bist du's? Hey, Kumpel. Was machst du denn ganz allein hier draußen? Und im Regen. Dir geht es gut. Du bist ein Streuner. Los geht's, Eigentümer. Hast du kein Herrchen mehr, Kumpel? Oh, wie nass der Hund auch aussieht. Lass uns zusammenbleiben. Guck mal, wie. Der Hund hat sogar wirklich ein nasses Fell. So halbwegs. Oh, oh, so cute. Hey. Reden? Wie geht's dir, Kumpel? Hey Junge, hast du irgendwelche Tricks drauf? Das ist ja nice. Aber Red Rocket. Ganz ruhig. Wo bist du? Chill! Ich sehe dich gar nicht. Ach, da hinten bist du. Siehst du irgendwas? Ist Gefahr? Ach, du hast... Ach, danke. Cool. Wo? Was? Oh mein Gott. Ganz ruhig. Ganz ruhig, also. Bravo, Junge. Malwurfsratze. Nom nom nom. Die sehen voll anders aus als bei Fallout 3. Bei Fallout 3 waren die ja... Na, einen halben Meter groß? Das ist schon cool gemacht. Es reicht, wie die aus dem Boden geschossen kommen. Ist ja richtig heftig. Werkstatt? Hier auch. Das kann Hardcore werden. Zack. Das kann Hardcore werden. Wie viele Basen gibt es denn? Zack, verwerten, zack, verwerten. Wollte ich nicht irgendwie weiter oder so? Dieses Spiel wird sich lange hinziehen. Ballkopf, Rattengift, Aluminium. Radium, was Radium, genau, Radio, was Copyright geschützte Musik wahrscheinlich spielt. Powerrüstungsstation. Ich finde Powerrüstung. In die Powerrüstung kann man jetzt so reinkriechen. Ist nämlich nicht mehr wie bei Fallout 3, dass man sie im Inventar hat und. Du kannst Türen öffnen? Braver Junge. Ganz braver Junge. Und im Hintergrund meine Katze. Miau. Die hat schon wieder ihre Tage. Eine dieser Tage, wo sie sich denkt, sie braucht einen Kater. Kronkorkenvorrat. Jet. Ein paar Drogen. Ach nö. Terminal.
musste mich ein bisschen mit der Zentrale anlegen, aber wir haben endlich alle Werkzeuge, um selbst unsere Teile herzustellen. Also diese Werkstatt, die die da haben, die ich auch benutze gerade. Wenn Sie das nächste Mal den Gurtverschluss ändern, müssen wir also nicht wieder die teuren Corvega-Teile bestellen. Wir nehmen einfach einen von denen, die wir haben, und passen den an. Klingt praktisch. Und ganz viele, viele interessante Stories, die ich gerne vorlesen würde, aber bei mir stockelt das so mit dem Vorlesen, dass ich alle einfach nur denken, ach Kuma, versuch's gar nicht erst. Aber ich wollte doch nur... Nein, aus!